Wilsberg? Privatdetektiv Wilsberg. Ja. Ich bin Juliane Kuhn. Tag. Das also ist das Büro eines Privatdetektivs. Ist alles nur Tarnung. Ich möchte, dass Sie jemanden für mich... Beschatten? Ja. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte? Ich meine, dafür, dass er Sie betrügt. Mit meinen Ehemännern bin ich bisher ganz gut alleine zurechtgekommen. Ja, natürlich. Es geht um meinen Vater. Er hat sich verändert in letzter Zeit. Geht nicht mehr in seine Firma, geht mir mehr als sonst aus dem Weg. Ich weiß nicht, er scheint irgendetwas vorzuhaben, etwas zu planen. Ich möchte, dass Sie herausfinden, was. Haben Sie Angst um Ihr Erbe? Nein. Ich mache mir Sorgen um meinen Vater. Hier sind seine Adressen. Auf dem Lande und in der Stadt. Textilfabrikation Kuhn. Um 15 Uhr können Sie ihn übrigens bei einem Empfang seiner Kulturstiftung im Rathaus antreffen. Reicht das für den Anfang? Ja. Georg, jetzt hilf mir doch mal. Manni, dich schickt der Himmel. Quatsch, ich komm vom Bauer Mutt. Fallobst, 3 Kisten für den Preis von einer. Kann ich doch nicht mit ins Rathaus nehmen. Wie sieht das aus gerade heute? Kannst du kurz auf den Laden aufpassen, bis Alex kommt? Ich hab's eilig. Ist doch nur ganz kurz. Ich bin im Dienst. Auch der Beamte braucht mal eine Pause, damit er sich nachher umso besser um das Gemeinwohl kümmern kann. Aber... Ich leih dir meinen Laden, du lass mir deinen Wagen. Bin ich blöde. Gib dem Krebs keine Chance, gewinnst dir ab mit Gummis. Gib dem Krebs keine Chance, gewinnst dir ab mit Gummis. Mit Gummis? Kaugummi natürlich. Was dann? Können Sie mal halten? Ja, klar. Ich bin übrigens Lea. Nimm deine Pfoten weg. Hey! Und du triffst dich mit dem Arsch. Nicht los! Du kommst jetzt mit! Geh ja nicht eher weg, bis... Warum bist du nicht da drin und studierst? Darum. Du bist das schon eher. Ich bin ganz ruhig. Ich möchte jetzt wissen, wo du gehst. Das ist der Freund von Lea. Lea, die Frau, bei der ich vor kurzem eingezogen bin. Ich hab mir auch den Job hier besorgt. Du sagst mal, wo du warst! Lass mich doch auf. Keine Sorge, die hat den Rudi gut im Griff. Du kriegst keine Chance, gib ihm die Gummis. Alex, lass den Scheiß, ich brauch dich im Laden, ich hab einen Job. Ich auch. Der Hostessen-Service ist super. Jede Menge Abwechslung, nicht mal ständig stumpfend die Bücher verkaufen. Und außerdem, zahlen Sie gut. Alex, ich hab jetzt auch Geld. Ach, komm, bei dir kommt doch eh kein Kunde vorbei. Eben, ist doch eine prima Gelegenheit, um für dein Examen zu lernen. Lass die Frau los. Pass auf, du. Dich krieg ich, du Schlampe. Alex, ich muss weg, der tritt durchimpfen. Nimm den Volvo. Danke. Sag mal, spinnst du? Lea ist in einer Notsituation. Alex, sag ihm, wo Miss Piggy steht. Wenn du nicht sofort... Oh. Alex, hören Sie, wenn die da wäre, da wäre ich schon längst weg. Die treibt sich sicher wieder irgendwo rum. Wer sind Sie überhaupt? Wie Peter. Peter! Alex' Vater! Also, ja, hier ist Manni. Entschuldigung, wir haben schon lange nicht mehr mit gesprochen. Wo der Georg steckt? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das kannst du mir glauben. Sag ich ihm. Jemand angerufen? Georg, ich hab dir gesagt, ich hab's eilig. Warum bist du nicht einfach gegangen? Ja, und der Laden? Ich hatte noch nicht mal einen Schlüssel. Mein Autoschlüssel. Los. Ja, wie? Wo hast du ihn hingestellt? Manni, bleib ganz ruhig. Ich erkläre dir das alles. Alex arbeitet für den Hostessenservice und jetzt hat sie eine Freundin und die hat einen Freund und... Na komm, ich fahr dich zum Rathaus. Na komm.
Hab ich vielleicht deinen Buchladen mit dem Käseladen um die Ecke getauscht? Nee, hab ich nicht. Sowas würde ich nämlich nie tun. Manni, du kriegst dein Auto ja wieder. Diese Lea, kann die überhaupt Auto fahren? Hast du dir eigentlich ihren Führerschein zeigen lassen? Du, Manni, ich glaube. Ja, ich glaube. Die hat bestimmt keine Erfahrung mit der Volvo-Schaltung. Und du weißt, wie schnell man vom Rückwärtsgang in den... Dein Auto? Ja, eben. Stell dir vor, die Parkform abhang. Hat es eilig wegzufahren und gibt nur ein bisschen zu viel Gas. Nur ein bisschen. Manni, die ist nicht zum Grand Canyon unterwegs, sondern wahrscheinlich zu irgendeinem Rendezvous mit dem Lover. Ich habe morgen voll getankt. Ja, so viel Zeit muss sein. Komm, der Fang hat schon längst angefangen. Und sei doch froh, bleiben dir wenigstens die Reden ersparen. Ja, und die Städtchen sind auch weg. Komm, ich lade dich zum Essen. Bitte nicht. Die haben momentan kein Geld für deine Einladung. Sei doch selbst. Wirklich. Warum läufst du eigentlich nach? Na, vielleicht gibt's ja doch noch Schnittchen. Vor allem richtet sich unser Dank an den Mann, der es seit so langer Zeit schon Studenten aus Israel ermöglicht, für ein Jahr in diese wunderbare Stadt Münster zu kommen und hier zu studieren. Wir sind stolz und sehr glücklich, dass wir dazu beitragen können, die freundschaftlichen Bande zwischen Deutschland und Israel noch weiter zu verstärken. Shalom. Shalom. Willkommen. Vielen Dank, Herr Kuhn. Schön. Viele gute Tage in Münster. Vielen Dank, Juliane, aber ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Ich hatte gehofft, du kommst noch mit in die Firma. Ich hätte gern deinen Rat, was die Kalkulation für die Fertigung in Mexiko betrifft. Du bist die Geschäftsführerin. Es ist deine Art von Geschäften, also entscheidest doch du, Juliane. Fühlst du dich überfordert? Nein, aber du hast einfach mehr Erfahrung. Und ich dachte, wir könnten es zusammen durchführen. Wenn du unsicher bist, können wir die Stelle eines Geschäftsführers auch ausschreiben. Es gibt genug erfahrene junge Leute. Überleg es dir. Auf Wiedersehen, Juliane. Eine wunderbare Idee für unser gemeinsames Abendessen. Einladung zum Abendessen habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich weiß, du machst es lieber gut bürgerlich, aber sind immerhin die besten Pommes in Münster. Ich hasse Papiertüten. Manni. In dem Laden da drüben habe ich so kurzfristig nichts mehr reservieren können. Und ich brauche den Blick. Von dem Arbeitsessen war nie die Rede. Vom Kuhn schläft, sind wir frei. Sag mal, 200 Meter weiter ist so das Vollmond. Da war ich oft als Student. Das ist schon 20 Jahre her. Im Vollmond, da gibt es Pinkus Alt vom Fass. Brennt aber noch Licht. Na und? Der Kuhn geht doch nicht mehr weg, der ist doch schon 70. 80. 80? Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja. Vollmondzeit. Zwei Jahre. Du warst doch mindestens 30 Jahre nicht mehr hier. Weil ich mich nur um dich kümmern muss. Ja, Mann. Freundschaft heißt eben auch Opfer bringen. Ja, Mann. Danke. Aber übrigens, bevor ich es vergesse, Peter hat heute Mittag im Laden angerufen. Peter? Welcher Peter? Vater von Alex. Und was hast du ihm gesagt? Dass ich auch nicht weiß, wo seine Tochter sich rumtreibt. Ach, Manni. Ja, und das mit dem Hostessen-Service habe ich ja nicht gewusst. Mich informiert ja keiner. Stimmt. Lassen Sie die Finger von hier. So ist Leas Freund. Hallo. Wie lange geht es schon mit euch beiden? Quatsch. Den Wagen habe ich ja gekauft und jetzt? Warum macht ihr das? Was will die von dir? Die kann doch alles von mir haben. Ach, Scheiße. Was Frauen mit Männern alles so machen. So ist es.
Immer noch zwei? Die jungen Leute heutzutage halten überhaupt nichts mehr aus. Null Kondition. Wir haben aber im anderen Auto gegessen. Der Schlüssel steckt. Sind fast ein bisschen leichtsinnig. Manni, du willst doch jetzt nicht fahren. Ich kenne mich. Sonst muss ich die ganze Nacht an Äpfel denken. Manni, was ist denn jetzt? Ich hab extra zwei zur Seite gelegt für die... Manni, was ist denn los? Komm. Es ist nicht das, was Sie denken. Das Auto gehört mir nicht. Es ist seins. Na? Geht's besser? Nee. Aha. Georg, bring ihn nach Hause. Und dann im Laufe des Tages seid ihr in meinem Büro. Warum werde ich den Gedanken nicht los, dass es weniger Tote in dieser Stadt gäbe, wenn du nachts in deinem Bett bliebst und tagsüber in einem Laden? Hallo. Peter. Ja. Du kennst doch Manni, den darf man nicht so ernst nehmen. Alex? Ist doch sicher schon in der Uni. Peter, jetzt mach dir keine Sorgen, deiner Tochter geht's blendend. Ist das Lea Danninger? Alex? Aufwachen. Unterschreiben, Manni. Fingerabdrücke noch? Von mir? Ich war's nicht. Und ich lass mich nicht kriminalisieren. Manni, wir benötigen deine Fingerabdrücke, um sie mit denen auf dem Auto zu vergleichen. Nur so haben wir eine Chance, die des Mörders herauszufinden. Wir Grünen setzen uns ein für Persönlichkeitsrechte, Datenschutz. Wenn ihr gleich wieder vernichtet. Was mit Georg? Die haben wir längst. Moment mal, ihr habt doch gesagt, die werden alle sofort wieder vernichtet. Nur bei ehrbaren Bürgern. Wie Politiker zum Beispiel. Georg. Es ist genug, dass du über eine Leiche stolperst. Ich möchte bei meinen Ermittlungen nicht ständig über dich stolpern müssen. Keine Sorge, Anna, ich habe anderweitig zu tun. Kann ich jetzt gehen? Ich bitte darum. Warte auf mich. Was ist mit deinem Auto? Morgen früh. Ich will jetzt auch gar nicht haben. Na prima, ich hol's dann für ihn ab. Danke. Ich fasse auch durch eine Waschstraße wegen der Blutspuren, der Gewebereste und so weiter. Georg, keine Angst, Manni. Es gibt gar keine Blutspuren. Sie wurde nämlich gar nicht in deinem Auto ermordet, nur transportiert. Ach. Das machen wir jetzt nochmal richtig. Wiedersehen, Anna. Willst du Alex nicht mitnehmen? Die ist hier? Mist. Irgendwie müssen wir es ihr sagen. Das mache ich. Nicht nötig, sie weiß es schon. Sie haben es ja hoffentlich schon beigebracht. Ja. Ist sie denn wieder bei Bewusstsein? Ja, da geht's wieder gut. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte sie doch lieber direkt ins Bett. Sie ist ein bisschen angeschlagen. Sie muss sich schonen. Ich bin nicht krank. Ja. Du, ich weiß, was sie durchgemacht hat. Diese toten Augen, dieses Blut. Manni. Doch, 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 doch. Außerdem ruft ihr Vater sich ja wieder an. Ich würde ja auch hierbleiben, aber der Auftrag, ich brauche das Geld. Ich verstehe. Sag mal, könntest du nicht nach der Arbeit gleich wieder herfahren? Ja, natürlich. Ich mache heute früher Schluss, ja? Ich weiß nicht, Georg, ob das so... Auf den Laden aufpassen ist genau das Richtige für Sie. Bringt Sie auf andere Gedanken. Tschüss. Tschüss. Lea ist tot. Woher weißt du das? Von deinen Nachbarn. Die Bullen waren da. Vielleicht sind die schon bei mir zu Hause. Dann komm jetzt mal rein. Hast du sie gestern Abend noch getroffen? Ich hab sie überall gesucht, aber ich hab sie nicht gefunden.
Kann Dolly ja niemals was antun. Ich habe sie doch geliebt. Wir kriegen das Schwein. Mensch, Rudi. Wissen Sie, meine Mutter hängt sehr an dieser Brosche. Das ist ein altes Erbstück. Ich finde es nicht. Sind Sie sicher, dass Ihre Mutter die Brosche bei uns zur Reparatur gegeben hat? Na, der alte Kuhn, ich meine, Herr Kuhn hat dieses Geschäft empfohlen. Vielleicht hat meine Mutter ja auch die Brosche an Kuhn mitgegeben. Hier ist nur der Ring vermerkt, den Herr Kuhn in Auftrag gegeben hat. Die Frau ist wirklich zu beneiden. Dass er mich betrogen hat. Ach komm, das sind nur Fotos. Mit Selbstauslöser, ja? Na ja, vielleicht hat sie ein bisschen was nebenbei verdient. Und den Fotografen gefickt. Und mir hat sie erzählt, die ist mit ihr aufs Land gefahren. Niemand soll sie so sehen. Niemand! Kann es noch eine ganze Weile so bleiben. Sie genießen es doch auch. Ja? Die letzten Strahlen der Sonne? Ich habe Sie schon vor 2 Tagen hier gesehen. Ist das Ihr Lieblingsplatz? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht lange hier. Gefällt es Ihnen hier? Glaube schon. Einen schönen Tag noch. Reden Sie nicht einfach mit Ihrem Vater. Ich meine, ich will mich nicht arbeitslos reden, aber... Warum tun Sie es dann? Ich habe es versucht, immer wieder. Aber mein Vater redet nicht viel. Keiner in der Familie hat je gewusst, was ihn bewegt. Und ob ihn was bewegt. Und Ihre Mutter? Sie ist seit über 20 Jahren tot. Autounfall. Manchmal denke ich, er hat es nicht mal gemerkt, als sie plötzlich nicht mehr da war. Für ihn drehte sich immer alles um die Firma. Mein Großvater kam 1944 bei einem Bombenangriff ums Leben. Und da musste mein Vater, obwohl noch sehr jung, die Firma übernehmen. Und das hat er äußerst erfolgreich gemacht. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum er plötzlich das Interesse daran verloren hat. Und danach hat Ihr Vater nie mehr eine Frau? Er besuchte regelmäßig unsere Filiale in Düsseldorf und Bielefeld und blieb immer 2 Tage. In Düsseldorf ging er in die Oper und in Bielefeld ins Bordell. Und selbst? Ich meine, sind Sie verheiratet? 3-mal geschieden. Wiederholungstäterin. Oder
Mangelnde Lernfähigkeit. Oder Prinzip Hoffnung. Klingt zumindest netter. Also, haben Sie etwas herausgefunden? Ihr Vater hat einen Diamantring in Auftrag gegeben. Anzahlung 10.000 Euro. Haben Sie in nächster Zeit Geburtstag? Mein Vater schenkt mir schon lange nichts mehr zum Geburtstag. Als er es noch tat, da war es erst Bargeld, später dann ein Scheck. Also gibt es doch eine Frau im Leben Ihres Vaters. Die ist aber lecker. Hast du die bestellt? Ich glaube nicht. Hallo. Was soll das? Zwei Bekannte wollen ja nur einen kleinen Film drehen. Garantiert künstlerisch wertvoll, was? Sag mal, kaum bist du aus dem Gefängnis, schon lässt du dich wieder mit irgendwelchen dubiosen Typen ein. Ich habe mit den Filmaufnahmen nichts zu tun. Ja, ich weiß. Sind immer die anderen. Ja, ich habe denen nur den Raum vermietet. Wenn du Geld brauchst, dann sag's. Hör auf. Jos, frag doch die Süße mal, ob sie nicht mitspielen will. Kostüm brauchst du nicht und Spaß hat sie sicher versprochen. Warum lässt du dich auf solche Leute ein? Schau doch mal, wie begabt du bist. Mit 40 ist man nicht mehr begabt. Da hast du es geschafft oder nicht? Das ist Unsinn. Du redest genau wie... Papa! Willst du doch nicht lieber zu mir ziehen? Oder ins Landhaus? Ich will Papa um nichts bitten. Er benutzt es doch kaum noch. Er hat sich sehr verändert in letzter Zeit. Ja? Ja, er ist anders geworden. Besuch ihn doch mal. Weil er mich so oft im Gefängnis besucht hat. Es hat ihn wirklich getroffen, auch wenn er es nicht zeigt. Aber was nützt es mir, wenn es ihn trifft und er es mir nicht zeigt? Das Einzige, was ihn interessiert, ist der Erfolg der Firma. Da geht auch über Leichen, das weißt du. Och, fang doch nicht wieder damit an. Wie ist er denn zu seinem kleinen Textilimperium gekommen? Hiermit hat es doch angefangen. Ach, hör doch auf! Bist wie er. Was dir nicht gefällt, wird einfach verdrängt. Das ist nicht wahr. Doch. Und insgeheim hoffst du immer noch, dass er dir alles schönen Tages über die Haare streichelt und dir sagt, wie lieb er dich hat. Entschuldigung. Vielleicht hast du ja auch recht. Machst du jetzt einen Gemüsestand auf? Aus garantiert ökologischem Anbau. So was verkauft sich nicht. Die Leute wollen billige, vergiftete Massenware. Alex, wo bist du denn gewesen in deinem Zustand? Ich musste was erledigen. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Ohne den Laden abzuschließen. Denn das macht den Münsteraner Spitzkegel. Dass hier immer die Tür offen ist. Ja, dann werden sie irgendwann alle ihre ungelesenen Bücher hier abladen. Irre witzig. Sag mal, kannst du mir helfen? Klar, wobei? Ich muss wissen, welche Aufträge Lea für diesen Hostessenservice erledigt hat. Das kommt gar nicht in Frage, Sache der Polizei. Genau. Hast du schon was gegessen? Mann, sie war meine Freundin. Wenn du mich nicht hilfst, meist allein. Und du? Auf keinen Fall. Keine Chance. Was machst du denn da? Simone lässt ihn da mal liegen. Lea hat immer gerne auf geheimnisvoll gemacht. Und sie hat es geliebt, Männer eifersüchtig zu machen. Aber es war nur ein Spiel, mehr nicht. Spiel, bei dem sie nebenbei ganz gut verdient hat. Vielleicht hat sie ihre Hostessentätigkeit auch ein bisschen weitergefasst. Ach, Quatsch. Sag's jetzt nur, weil sie hübsch und sexy war. Oh, warte mal hier. Lea hatte jeden Dienstag und Donnerstag einen Hausbesuch. Gestern war doch Dienstag, oder nicht? Ja. Kuhn. Theodor Erwin Kuhn. Unwahrscheinlich, dass Lea da Hausbesuche gemacht hat, nur um Prospekte abzuliefern. Übrigens, die Fotos habe ich in ihrem Zimmer gefunden. Scheiße. So, hier kommt. Das ist ja merkwürdig. Ich war gar nicht richtig abgeschlossen. Ah ja, das Rätsel ist Lösung. Simone hat wieder mal den Schlüssel liegen lassen. So, dann wollen wir mal. Und das hätte wirklich nicht Zeit bis morgen gehabt, nein? Nein. Nicht eine vollständige Auflistung aller Jobs, die Lea Dunninger in letzter Zeit für Sie erledigt hat. Naja, das geht von Messeservice bis zu... Männerbesuchen. Na, hören Sie mal. Wir sind eine seriöse, erstklassige und honorige Agentur, ja? Schon gut, schon gut. Wir sind nicht von der Sitte und auch nicht von der Steuerfahndung. Sondern von der Mordkommission. Wenn ich nicht zufällig hier wäre. Ja? Ach, du bist es, Peter. Du rufst sicher an wegen Alex.
Tja, das ist jetzt blöd, weil... Natürlich sollte sie eigentlich zu Hause sein, aber... Peter, mach dir keine Sorgen wegen Alex. Sie hat sich ganz gut wieder erholt. Nachdem, was sie alles durchmachen musste. Examen? Achso, ja, das auch, ja. Meinst du, ich mach mir keine Sorgen? Peter. So. Das wär's ja dann, ne? Nein, die haben den Schlüssel mitgenommen. Wir haben gar keine Chance. Und du wartest hier, bis ich unten bin. Was ist mit dem rosa Golf? Nichts. Und auch vor dem Rudi, dem Freund von der Lea, keine Spur. Na, hast du gut geschlafen? Wunderbar. Was willst du denn noch hier? Mannis Autoschlüssel. Und immer schön in den Kofferraum gucken, gell? Irrewitzig. Ach, seid ihr weitergekommen mit den Ermittlungen oder bin ich der einzige Verdächtige? Sag mal, Georg, hast du eigentlich gar nichts zu tun, keine Männer von eifersüchtigen Ehefrauen zu beschatten? Was mit Ihnen? Sie haben auch nichts zu tun. Habt ihr Kuhn mal überprüft? Ein Alter schützt vor Torheit nicht. Viagra macht's möglich. Ist das alles, was bei deinem Einbruch rausgekommen ist? Mehr war nicht drin, ne? Die Leiche wurde praktisch vor seiner Haustür gefunden. In eurem Auto. Du weißt, wen ich nach deiner Theorie dann verdächtigen müsste. Manni und ich haben Alibi. Kuhn auch? Du hast ihn doch beschattet. Ich war zwischendurch mal weg. Ich habe ihn auch nicht direkt gesehen, aber irgendwann ist in seinem Zimmer das Licht ausgegangen. Vielleicht hat er eine Zeitschaltuhr. Eine Zeitschaltuhr? Jetzt hör mir mal zu. Selbst wenn er sich Lea als Mätresse gehalten hat, das ist nicht strafbar. Dann hätte höchstens ihr eifersüchtiger Freund Rudi ein Motiv. Wo aber bitte ist Kuhns Motiv? Im Gegensatz zu einer Ehefrau kann man eine Mätresse austauschen. Man muss sie nicht umbringen. Schönen Tag noch. Mann! Alex, wo kommst du denn her? Vom Bäcker. Morgen. Und du? Ich hab deinen Wagen abgeholt. Sag mal, warum hast du mich gestern eigentlich nicht rausgeholt? Ich saß im Knast. Anna hat mich gerade erst gehen lassen. Wie bist du rausgekommen? Durch die Tür. War keine so gute Idee gestern. Komm, wenigstens haben wir was rausgefunden. Alex, lass die Finger von sowas. Versprich mir das. Jürgen, dein Vater kommt vorbei. Mein Vater wohnt in Berlin. Ja, aber er kommt vorbei. Auf dem Weg nach Italien. Oder Spanien. Ich hab's vergessen. Alle Wege führen über Münster. Eben. Mann, das hat mir gerade noch gefehlt. Los, los. Wohin? Nach Hause. Manni, na komm, ich hab's dir doch versprochen, Waschanlage und so. Und der Laden? Tag. Tag. Ich würde gerne Herrn Kuhn sprechen. Der ist doch weg. Ach. Wir wohnen hier nebenan und ich wollte eigentlich nur fragen, wie lange die Bauarbeiten noch dauern. Naja, wir renovieren hier, bauen Lift ein und dann kommt noch eine Rampe über die Treppe. Ungefähr eine Woche. Danke, will meine Mutter beruhigen. Alles klar.
Was? Alles bestens? Nein. Das ist ja toll. Nein, natürlich freue ich mich, aber du weißt doch, ich habe bald Examen und... Naja, wir haben heute Abend so einen wichtigen Arbeitskreis. Ja, aber es kann bis tief in die Nacht gehen. Guten Tag, ich komme vom Hostessenservice. Sie hatten einen Termin. Ich springe für Lea Danninger ein. Ich dachte, unter den Umständen fällt es heute aus. Aber wenn Sie schon mal hier sind... Danke. Sie können hier ablegen. Setzen Sie sich auf den Stuhl am Kamin, bitte. Das Buch liegt auf dem Tisch hin. Lesen Sie die eingemerkten Stellen. Fangen Sie doch an. Ich wollte dir immer zu viele Liebesworte sagen, nun suchst du ruhlos... Langsamer und mit etwas Gefühl, bitte. Ich wollte dir immer zu viele Liebesworte sagen... Nun suchst du ruhelos. Nein. Hören Sie zu. Ich wollte dir immer zu viele Liebesworte sagen. Nun suchst du ruhelos nach verlorenen Wundern. Aber wenn meine Spieluhren spielen, feiern wir Hochzeit. Ihr Vater hatte regelmäßig Damenbesuch. Von einer Studentin, die für einen Hostessenservice gearbeitet hat. Eine Hostess? Nun... Ja, mein Vater ist erwachsen. Vielleicht hat sie mir auch nur die Wohnung geputzt. Er hat seit 30 Jahren dieselbe Zugehfrau. Ihr Name war Lea Danninger. Haben Sie jetzt schon die Zeitung gelesen? Den Wirtschaftsteil. Lea Danninger wurde Dienstagnacht ermordet. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Bei Ihrem Vater vielleicht? Sie wurde quasi vor seiner Haustür gefunden. Mein Vater hat damit nichts zu tun. Ja? Frau Dr. Kuhn, die Herren aus Mexiko sind eingetroffen. Ich komme. Wussten Sie, dass Ihr Vater sein Landhaus renoviert? Ist schon fast ausgeräumt. Sie wissen, was mit Lea passiert ist? Ein unsinniger Tod. Ich hoffe, man findet den Mörder schnell. Was meinen Sie mit unsinniger Tod? Jeder gewaltsame Tod ist unsinnig. Mochten Sie Lea Danninger? Ja. Sie war ein aufgewecktes Mädchen. Und sie hat besser vorgelesen als Sie. Warum ziehen Sie sich so an? Ich... Was wollt ihr jungen Mädchen damit? Es ist billig und abstoßend. Schönheit ist etwas ganz anderes. Entschuldigen Sie. Just. Da, Papa. Juliane hat mir erzählt, dass du wieder entlassen worden bist. Was hast du jetzt vor? Meine Freiheit genießen. Warum bist du gekommen? Ich wollte wissen, wie es dir geht. Es geht mir gut, danke. Ich habe Besuch, du hättest vorher anrufen sollen. Um Audienz ersuchen, ja? Ich wäre mir nicht sicher gewesen, dass du sie mir gewährst. Du trägst mir nach, dass ich dich nicht im Gefängnis besucht habe. Ich hätte es für uns beide kompromittierend gefunden. Aber das verstehst du wahrscheinlich nicht. Schamgefühl ist dir wohl fremd. Ein Besuch von dir hätte mich eher überrascht. Das geht doch gleich zusammen mit deinem Saubermann-Image. Tröstest dich schnell. Kompliment. Geiler Sack. Was soll das, Jost? Du bist geschmacklos und vulgär. Und du bist ein alter Mann, der versucht nachzuholen, was nicht mehr geht. Raus. Raus. Raus.
Na und, was ist? Hast du deinem Alten ein bisschen Kohle rausgelutscht? Oder doch nur über das Familienleben gequatscht? Hat er die Fresse. Quatsch hat er. Na komm, Alter, mal los, ich hab Durst. Nee, wir müssen noch was erledigen. Aber vorher holst du uns ein Fläschchen. Das wird aber reichen, oder? Lass es. Was soll der Scheiß, Mann? Was wollt ihr von mir? Was wollte der Alte von dir? Was wollte er? Er wollte, dass ich ihm Gedichte vorlese. Gedichte? Das ist gut, das ist richtig gut. Und wer ist das? Weißt du, was mit deiner Vorgängerin passiert ist? Sie kannten Lea? Das hat sie von meinem Vater erzählt. Habt ihr bald mal ausgequatscht? Nein! Komm, Schatz, entspann dich. Trink erstmal einen Schluck, hm? Ich höre auf mit dem Scheiß. Guck du mal auf die Straße, das Hütchen hier macht uns allen Spaß. Ich muss mit dir reden. Was mit dir? Hör mal auf zu quatschen jetzt. Ich muss eine Sache mit dir klären. Klären musst du was mit deinem Vater, aber nicht mit ihr, okay? Damit das klar ist, Schatz. Zahlen tun wir nur die Hälfte. Wir können uns auch Gratis holen. Ich bin keine Nutte. Hast du gehört? Sie ist keine Nutte. Sie tut mal so. Ich bin auch kein böser Mann. Ich tue nur so. Glaubst du nicht im Ernst, dass ich mich von so einer kleinen Schlampe verarschen lasse? Lass die Finger von dem Mädchen. Was du denn? Okay. Nichts ist okay. Hallo, Anna? Georg hier. Sag mal, du kennst doch die alte Textilfabrik in der... Ja, genau die. Nee, keine Leiche. Bis gleich. Kennen wir uns? Kuhn ist sein Vater. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Sohn mit Humor. Aber das hier ist nicht witzig. Entführung, versuchte Vergewaltigung. Es tut mir leid, dass die Jungs durchgedreht sind. Das wollte ich wirklich nicht. Was wollen Sie dann? Ich wollte Sie von meinem Vater warnen. Und dafür schleppen Sie das Mädchen hierher? Ja, die jungen Geliebten meines Vaters leben gefährlich. Sie sprechen in Rätseln. Lesen Sie keine Zeitung? Ach, Sie meinen Lea Danninger. Aber in der Zeitung stand nicht, dass Lea die Geliebte ihres Vaters war. Woher wissen Sie das? Kannten Sie Lea? Nicht direkt. Meine Schwester hat mir davon erzählt, wo dies her hat, weiß ich auch nicht. Krieg ich mein Handy wieder?
Ich sehe dich morgen im Präsidium. Kümmere dich um das Mädchen, bring sie nach Hause. Es wäre schön, ich müsste nicht jeden Tag mit dir beginnen. Du siehst mich erst nach dem ersten Kaffee. Der Typ hat gelogen. Ich glaube, dass er Lea gekannt hat. Mensch, Alex, wie kannst du nur sowas tun? Das ist kein Spiel. Lea ist ermordet worden. Ja, eben, deswegen musste ich auch irgendwas tun, oder? Aber doch nicht so, das ist doch Wahnsinn. Das war doch gar nicht gefährlich. Ach, und weshalb musste ich dich da raushauen? Ich meine, bei dem alten Kuhn. Ich glaube auch nicht mal, dass Lea seine Geliebte war. Das ist nur eure spießige Vorstellung. Wahrscheinlich hat sie ihm auch nur Gedichte vorgelesen. Vom Gedichte vorlesen stirbt man nicht und Lea ist tot. Danke. Komm, steig ein. Ich bin für dich verantwortlich. Was soll ich deinem Vater sagen? Scheiße, mein Vater. Ich kann das nur nicht nach Hause. Der wartet auf mich. Ich habe den Schlüssel unter die Matte gelegt. Dann zu mir. Wenn er bei dir ist? Na, vielleicht wissen die in Berlin auch nicht, was man in Münster jetzt so trägt. Mensch, ich wollte gerade gehen. Und vor 5 Minuten ist dein Vater gegangen, nachdem er die halbe Nacht auf dich gewartet hat. Hier, Hotel und Telefonnummer von deinem Vater und viele liebe Grüße. Und für dich hat Pam eine Frau angerufen, aber sie hat nicht mal ihren Namen gesagt. Sag mal, warst du auf dem Kostümball? Ach, Manni. Manni, erkläre ich später. Kann ich heute Nacht hier bleiben? Klar, der Georg kann auf der Couch. Ich brauche sie heute nicht. Ich freue mich auf mein eigenes Bett. Danke. Nacht. Schlaf schön, Alex. Sag mal, was hast du denn da? Blut. Ist aber gut, Manni. Tschüss. Tschüss. Sag mal, die alte stillgelegte Textilfabrik, warum rottet die so vor sich hin? Der Kuhn verkauft nicht. Was hatten wir nicht alle schon für wunderbare Interessenten? Der letzte war der Baumarkt. Und warum verkauft er nicht? Keine Ahnung. Der alte Kuhn wollte Gebäude und Grundstück, alles kostenlos der Stadt überlassen, wenn dafür ein Museum eingerichtet würde für jüdische Kunst. Darf ich? Ja. Aber dafür gibt es im Stadtrat natürlich keine Mehrheit. Für jüdische Kunst? Hm. Überhaupt keine Kunst. Naja, so ein Baumarkt bringt der Stadt Geld und ein Museum kostet. Genau. Der alte Kuhn, der tut eben was für die deutsch-israelischen Beziehungen. Aber warum? Schlechtes Gewissen. Es ist auch immer, was du kritisieren hast. Statt einfach anzuerkennen, dass jemand mal nicht dem Stigma der kollektiven Amnesie verfallen ist. Stigma der kollektiven Amnesie. Hast du sehr schön gesagt, Manni. Mhm. Sag mal, das ist doch die alte Textilfabrik. Mhm. Manni? Mhm. Manni. Mhm. Witzberg! Ach, Rudi. Ich weiß, dass du ein Schlüffler bist. Aber du hattest nichts mit meiner Lea. Ich habe mich geirrt. Du hast sie beschützt, aber vor wem? Ich habe sie überhaupt nicht gekannt. Ich helfe dir. Zusammen kriegen wir das Schwein und dann hau ich ihn so lange auf die Fresse, bis er lacht. Ich würde das vertagen. Die Bullen verdächtigen erstmal dich. Aber wieso ich? Ich habe sie doch geliebt. Vielleicht aus Eifersucht erschlagen. Aber du weißt doch, ich war an dem Abend im Vollmond. Und dann bin ich rausgekommen, habe das Auto gesehen von Lea und geknackt, weil ich dir eins auswischen wollte. Du hast den Volvo nicht geparkt. Ich weiß nichts von dem verfickten Volvo. Darf ich mal? Zuerst sprichst du mal mit dieser Dame, die sucht dich. Und wenn das erledigt ist, dann melde ich mich bei dir. Hallo Anna, ich störe dich nur ungern. Ich habe eine Überraschung für dich. Rudi? Schon wieder zurück. Das ist Hausfriedensbruch. Soll ich diesmal die Polizei rufen? Gerne. Dann können Sie denen auch gleich erklären, warum Sie vorhin gelogen haben. Sie kannten Lea Danninger. Sie haben sie fotografiert. Hier in dieser Halle. Ja, ich habe Fotos von ihr gemacht. Aber davon stirbt man ja nicht gleich. Wie haben Sie sie kennengelernt? Ich habe sie angesprochen. Einfach so? Die meisten Mädchen fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie fotografieren möchte. Sie lernen zufällig ein Mädchen kennen. Das Mädchen ist zufällig die Geliebte ihres Vaters und wird zufällig ein paar Tage später ermordet. Ein bisschen zu viel Zufall für meinen Geschmack.
Ich habe sie aus dem Haus meines Vaters kommen sehen, bin ihr gefolgt, habe sie angesprochen. Lea war begabt. Die wollte sich bewerben mit den Fotos. Das hat sie auch geschafft. Schade. Warum ist sie ermordet worden? Na, das fragen Sie am besten meinen Vater. Das wäre ja nicht die erste Frau, die er auf dem Gewissen hat. Wer war die erste? Sie meinen Ihre Mutter. Ich dachte, die ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sie ist mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Baum gerast. Eine sehr vorsichtige, defensive Fahrerin. Aber irgendwann hat selbst dies mit ihm nicht mehr ausgehalten. Das reicht aber nicht für eine Mordanklage. Das reicht bei ihm nie für eine Anklage. Kundschaft, ich muss los. Morgen. Morgen. Ich habe gestern mehrmals versucht, Sie zu erreichen. Kann ich Ihnen Kaffee anbieten? Keine Zeit. Das heißt, wenn Sie einen fertig haben. Nee, aber geht ganz schnell. Manni. Ich muss los. Kommen Sie. Es ist nicht das, was Sie denken. Ich denke gar nichts. Was ich eben noch sagen wollte. Sie haben da Blut? Sind Sie gestürzt? Ich wurde gestürzt. Sie sehen insgesamt etwas ramponiert aus. Das sollten Sie desinfizieren lassen. Kaffee? Danke. Was ich Ihnen gestern schon am Telefon sagen wollte, Ihr Auftrag hat sich erledigt. Haben Sie Angst, dass ich zu viel über Ihren Vater rausfinde? Eben, das war doch der Grund Ihres Auftrags. Warum entziehen Sie mir den Auftrag dann jetzt? Ich bin Ihnen vielleicht noch etwas Geld schuldig, aber sicher keine Rechtfertigung. Also wie viel? Ihr Vorschuss deckt das ab. Für das Risiko, das Sie so offensichtlich eingehen, sind Sie zu billig, Herr Wilsberg. Vielleicht gibt es ja wichtigere Dinge im Leben als Geld. Wenn ich eine Predigt will, gehe ich zum Pfarrer und nicht zum Privatdetektiv. Wiedersehen. Wiedersehen. Nehmen Sie es mir nicht übel. Die zweite Nacht, die ich nicht geschlafen habe. Sieht man ihn aber nicht an. Ich leiste mir teures Make-up. Entschuldigung. Ich habe noch eine Frage. Was sagt Ihnen der Name Levi Seidenmann? Die erste Fabrik meines Vaters hat einer Familie Seidenmann gehört. Sie mussten wie alle Juden im Krieg verkaufen. Der Kauf war legal und fair, egal was Sie jetzt denken. Ich denke gar nichts. Vielleicht doch. Sie haben mit meinem Bruder gesprochen, nicht wahr? Ja. Sie dürfen nicht alles glauben, was mein Bruder sagt. Seine Beziehung zu unserem Vater ist nicht die beste. Weil er Ihrem Vater die Schuld am Tod Ihrer Mutter gibt? Hat er Ihnen alles erzählt? Sie haben wirklich was von einem Beichtvater. Sagt mein Patenkind auch immer. Mensch, Alex, jetzt konzentrier dich doch mal. Was weiß ich? Die handelt halt davon, wovon Gedichte handeln. Na, wovon? Von Liebe und Tod. Obwohl, außer das eine, das hatte was Romantisches. Irgendwas mit Liebesworten, die man sich sagen wollte oder so. Ich wollte dir immer zu viele Liebesworte sagen. Nun suchst du ruhelos nach verlorenen Wundern. Aber wenn meine Spieluhren spielen, feiern wir Hochzeit. Bin beeindruckt. Glaubst du, der wollte heiraten? Ach, du meinst du nicht Lea? Vielleicht war es ja mehr als bloß eine Affäre. Du meinst, er hat sie geliebt? Ja.
Aber du hättest doch vorher anrufen können. Ja, ja, schon, aber... Nein, komm rein. Ich habe allerdings nicht mehr viel Zeit. Wenn es um die Firma geht, dann... Es geht nicht um die Firma. Es geht um dich. Du bist für mich überhaupt nicht mehr erreichbar. Wenn ich anrufe, läuft nur das Band und du rufst nie zurück. Ist irgendetwas? Bedrückt dich etwas? Du wirst doch nicht im Alter noch sensibel werden. Du warst in den letzten Jahren viel allein. Ich habe mich nicht genug um dich gekümmert. Ich bin kein Greis, um den man sich kümmern muss. So habe ich das ja auch nicht gemeint. Wann haben wir das letzte Mal richtig miteinander geredet? Oder waren zusammen essen? Ich weiß nicht recht, worauf du hinaus willst, Juliane. Aber wenn du darauf bestehst, machen wir für nächste oder übernächste Woche einen Termin. Und essen was. Du willst mich nicht verstehen. Warum lässt du eigentlich das Landhaus renovieren? Weil ich es neu einzurichten gedenke. Vielleicht hätte ich noch gerne ein paar Sachen behalten. Deine Mutter hat das Haus in den 60ern und 70ern eingerichtet. Da war nichts von Wert. Für dich vielleicht nicht. Du hast Mama nie geliebt, oder? Hör zu, Juliane. Ich denke nicht, dass das ein Thema ist, das zwischen Vater und Tochter erörtert werden sollte. Was denn dann? Kinder sind nicht blind. Sie spüren, wenn sich ihre Eltern nicht verstehen. Gefühle haben dich nie interessiert. Zumindest nicht die deiner Kinder. Liegt dir eigentlich irgendetwas an mir, Papa? Was soll diese Frage, Juliane? Du weißt, wie sehr ich dich schätze. Und was das Landhaus und meine weiteren Pläne betrifft, ich werde dich rechtzeitig informieren. Und jetzt musst du leider gehen. Was suchen Sie hier? Sie wissen noch ganz genau, was ich hier suche. Gewerbeaufsichtsamt. Sagt Ihnen das was? Ja, sag mir was. Und? Uns ist so angekommen, dass Sie hier Schwarzarbeiter beschäftigen. Ist doch Blödsinn. Wem gehört der Anzug da? Was hat man jetzt von seiner Gutmütigkeit? Da gibt man einem alten Mann die Möglichkeit, in der Natur zu sein. Und dann? Er arbeitet für Sie, Sie bezahlen ihn. Wenn das keine Schwarzarbeit ist, was dann? Ich ihn bezahlen? Ja. Ich leihe mein Gartengerät aus. Er ist ein einsamer Mann, wahrscheinlich hat er keine Familie, nichts. Und so einem alten, hübschen Mann kann man doch keinen Wunsch abschlagen, das geht doch nicht. Naja, wenn das so ist, will ich noch mal ein Auge zudrücken. Gewerbeaufsichtsamt. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich mich einen Moment zu Ihnen setzen? Bitte. Danke. Sie sitzen hier jeden Tag. Das Herbstlicht. Es hat so etwas Versöhnliches. Es entschädigt für einen verpassten Frühling und den Sommer. Und manchmal schließt sich der Kreis. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.
Ich lese die Gedichte immer wieder, fast täglich. Schön. Frau Roth, Ihre Krankengymnastik. Ja. Dieses Jahr. Das Herbstlicht hat etwas Verzeihendes. Es entschädigt für einen verpassten Frühling und Sommer. Klingt wie ein Zitat, ist ja auch eins. Gottfried Benn. Astern, schwellende Tage. Alte Beschwörung, wann? Die Götter halten die Waage eine zögernde Stunde an. Noch einmal die goldenen Herden, der Himmel, das Licht, der Flor. Was brütet das alte Werden unter den sterbenden Flügeln vor? In meinem Laden finden Sie noch viele Erstausgaben. Danke, ich werde vorbeischauen. Es gibt nicht mehr viele Menschen heutzutage, die sich aus Gedichten was machen. Gedichte. Halten Sie Erinnerung wach? An Tote? Besonders an Lebende. Und manchmal geschehen Wunder. In der Erinnerung oder in Wirklichkeit? Vergessen Sie es. Ist nur das Gerede eines alten Mannes. Lea Danninger kommt bestimmt nicht zurück. Sie kannten sie doch. Wenn Sie was wissen wollen, wenden Sie sich an die Polizei. Wenn Sie mir schon nichts über Lea erzählen wollen, dann vielleicht über die Familie Seidenmann. Verschwinden Sie. Verschwinden Sie! Verschwinden Sie. Klar, Papa, kein Problem. Ja, schlaf dich aus. Ja, dann sehen wir uns immer auf deiner Rückfahrt. Okay, danke. Und schöne Reise. Ja, tschüss. Tschüss. Schönen Gruß von Papa. Und? Gibt's was Neues? Kuhn wollte seiner zukünftigen Frau alles vermachen. Seinen Kindern wollte er nur den Pflichtteil vererben. Du glaubst immer noch an die Liebe des Altmannes, hm? In Liebe, Julika, 1938. Vielleicht war auch alles ganz anders. Sag mal, hat sich Lea irgendwie mit der Nazizeit beschäftigt? Ja, sie hat ein Seminar gemacht. Rechtsauslegung im Dritten Reich. Und sie wollte sogar ihre Semesterarbeit darüber schreiben. Ich muss noch mal los. Übrigens, Rudi ist wieder draußen. Wurde ja auch Zeit. Das ist einfach schrecklich, wenn du was willst. Deine Partei hat sich doch die Aufklärung und die historische Wahrheit aufs grüne Banner geschrieben. Kannst du dich in Ruhe lassen? Textilkunst ist einer der letzten Firmen hier in Münster, die noch ordentlich Gewerbesteuer zahlen. Wenn jemand kommt, bin ich dran. Den Beamten möchte ich sehen, der freiwillig nachts an seinen Arbeitsplatz kommt. Alles Schmuggelware und Ähnliches muss aufbewahrt werden, schließlich Kapital, wenn auch tot ist. Und irgendwann ist das Verfallsdatum abgelaufen. Ja, dann darf es weggeworfen werden. Im Jahr 1938 wurde einer Mängelbeschwerde von Vater und Sohn Kuhn stattgegeben. Gemäß Kaufvertrag hat Kuhn die erste Rate an Levi Seidenmann im August 38 entrichtet. Und als die nächste Rate dann fällig wurde, hat er nicht mehr bezahlt. Stattdessen hat er die Mängelbeschwerde eingereicht. Er hat behauptet, die Fabrik sei im wesentlich schlechterem Zustand übergeben worden, als Seidenmann angegeben habe. Hat er natürlich recht bekommen als Arier gegen Juden, oder? Klar. Ich habe auch was. Dezember 38 ist die gesamte Familie Seidenmann deportiert worden. Vater Levi, Frau Rachel, Sohn Levi, Sohn Aaron und Tochter Julika. KZ aus vorbei. Das ist die Leiche, die Kuhn im Keller hat. Und vielleicht folgt daraus auch die zweite. Wie meinst du das? Vielleicht hat Lea das alles recherchiert und hat Kuhn damit erpresst. Du weißt doch selbst, dass sowas strafrechtlich gar nicht mehr verfolgt werden kann. Vielleicht hat sie damit gedroht, es an die Presse weiterzugeben. Da wären die Akten auch längst verschwunden gewesen. Und diese Lea hätte eine dicke Verleumdungsklage am Hals gehabt. Also eine ziemlich hohe Meinung von der Unabhängigkeit der Medien und der Bürokratie. Ich bin nur Realist. Manchmal. Sag mal, die Tochter von den Seidenmanns, die ist doch Julika. Schöne Frau, hm? Schönheit vergeht. Entweder sie ist tot oder jetzt fast 80. Und im Altenheim.
Tag. Guten Tag. Sind Sie neu hier beim Personal? Nein. Mein Name ist Wilsberg. Darf ich mich setzen? Ja, ja, bitte. Sind Sie das? Julika? Ja. Geborene Seidenmann. Ja. Ihrem Vater gehörte die alte Textilfabrik in Münster. Entschuldigung. Vielleicht wollen Sie ja nicht erinnert werden. Sie sind zu jung. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Trotzdem. Tut mir leid. Hm? Ich habe überlebt. Meine Eltern, meine Brüder sind tot. Mein Vater hing so sehr an seiner Fabrik. Er hat zu spät verkauft. Der Preis war weit unter Wert, aber selbst den hat der Käufer nicht bezahlt. Und wir hätten das Geld zu sehr gebraucht, um noch aus Deutschland rauszukommen. Darf ich Sie fragen, was Sie nach dem Krieg gemacht haben? Weg, 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 weg aus Deutschland, weit weg. Ich bin erst vor kurzem zurückgekommen. Weshalb? Weshalb, weshalb? Das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren. Bin hier aufgewachsen. Es ist auch mein Land. Und meine Sprache. Das kann ich verstehen, ich bin Buchhändler. Haben Sie nie daran gedacht, etwas gegen die Ungerechtigkeit von damals zu unternehmen? Vor Gericht zu gehen? Vor welches Gericht? Und wozu? Meine Familie ist tot. Und ich war schuld. Ja. Ich habe meinem Vater zu dem falschen Käufer geraten. Ich habe nur gesehen, was ich sehen wollte. Habgier treibt die Menschen an. Geld und Besitz. Nicht Liebe. Darf ich Sie noch was fragen? Ist Ihnen in letzter Zeit ein alter Gärtner aufgefallen? Nein. Ein alter Mann, bärtig, mit Hut. Entschuldigen Sie mich, ich bin müde. Sie sind verrückt. Ich war nur blind. Ich wollte unbedingt Ihren Vater als Mörder sehen, dabei hat er überhaupt kein Motiv. Aber Sie und Ihr Bruder haben ein Motiv. Hatte ich Ihnen den Auftrag nicht entzogen? Ihr Bruder hat immer nur Mist gebaut. Sie haben immer alles 200% erledigt. Aber keinem von Ihnen ist es gelungen, die Zuneigung Ihres Vaters zu erringen. Sie sollten umsatteln auf Psychologie. Und dann taucht diese Studentin auf, Lea. Und die kriegt plötzlich alles. Das Geld, die Firma, das Erbe und die Liebe Ihres Vaters. Ich habe nichts von dieser Frau und dem Ehevertrag gewusst. Das behaupten Sie. Vielleicht haben Sie ja doch gewusst, dass Ihr Vater heiraten wollte. Warum hätte ich dann Sie engagieren sollen? Noch dazu, wenn ich vorgehabt hätte, einen Mord zu verüben. Das war überhaupt nicht Ihr Plan. Ihr Plan war anders. Ihr Bruder sollte sich an Lea ranmachen, um sie auszuhorchen, abzulenken, vielleicht sogar zu bedrohen. Haben Sie nicht ein paar Bücher, die Sie abstauben können? Aber Ihr Bruder hat sich nicht an Ihren Plan gehalten. Er musste sich beweisen, dass es ihm gelingt, die Braut seines Vaters in sein Bett zu ziehen. Das war dumm. Sie sind geschmacklos. Dumm war auch, dass er Lea in der alten Fabrik fotografiert hat. Bald werden Sie Ihrem Bruder nicht mehr helfen können. Ich wollte das nicht. Sehe ich denn aus wie jemand, der sowas will? Jost, was ist passiert? Hattest du was mit dieser Lea? Das ist doch völlig unwichtig. Papa hatte was mit der. Weißt du, dass sie immer zusammen gelacht haben und sie haben sich vorgelesen, sie haben gebadet? Was ist am Dienstag passiert? Ja.
haben wieder Fotos gemacht. Und? Der hat sich da auf dem Boden geregelt und von Papa erzählt, was das für ein toller Mann ist und wie erotisch und wie lustig. Ich wusste ja, dass das eine billige Provokation war. Im Gefängnis habe ich mir so eine Frau immer vorgestellt. Und dann hat sie mir erzählt, wie Papa sie immer in den Arm genommen hat. Dann hat sie mich ausgelacht und hat gelacht und gelacht. Es war ein Unfall, ich wollte nur, dass sie aufhört zu lachen. Es war nur ein Spiel. Lea wollte sie eifersüchtig machen. Nachdem sie umgebracht haben, haben sie ihrem Vater vor die Haustür gefahren. Ich wollte sie ihm vor die Schwelle legen und mich dazu. Und dabei sind sie gestört worden. Du sagst jetzt nichts mehr. Ich besorge dir einen Anwalt. Just. Er ist schuld. Es ist doch mal ein Fall, der sich gelohnt hat, oder? Wieso? Hoffentlich auch finanziell. Ich hab's nur für dich getan, Anna. Ihr Bruder hat sich geirrt. Lea hatte nie was mit ihrem Vater. Sie hat ihm wirklich nur vorgelesen. Ihr Vater will seine Jugendliebe heiraten. Daher auch der Umbau der Villa. Frau Seidenmann sitzt nämlich im Rollstuhl. Sophie ist hier. Julika, ich bin gekommen, um mein Versprechen einzulösen. Heirate mich. Was? Verzeih mir, Julika. Es waren schwarze Zeiten. Ich verstehe nicht. Ich habe dich immer wieder suchen lassen über Agenturen mit Detektiven. Ich habe die Hoffnung nie ganz aufgegeben und endlich habe ich dich gefunden. Ich verstehe nicht. Ich habe nie jemand anderen geliebt als dich. Ich bin's. Erwin. Julika. Erinnere dich. Lösch mir die Augen aus. Ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu. Ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Rilke, schönes Gedicht. Das war unser Lieblingsgedicht. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Und bringen Sie ihm den Ring zurück, ja? Ich bin nicht käuflich. Er hat sich schon 38 verkauft. Vater? Just wurde verhaftet. Seit ich 17 war, habe ich sie geliebt. Von wem sprichst du? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Just hat diese Lea umgebracht. Wir müssen etwas tun.
Leiche von Julika. Ich dachte, wenn der Krieg jetzt vorbei ist... Immer war sie an meiner Seite, über 60 Jahre lang. Und sie erinnert sich nicht. Vielleicht hat sie auch eine ganz andere Erinnerung. Was machen Sie denn hier? Ich wollte ihr alles geben. Alles. Und sie erinnert sich nicht. Sie war meine einzige Liebe. Und sie erinnert sich nicht. Ich sollte das zurückbringen. Es gehört ihrem Vater. Na, und? Familie ist der Horror. Paare, die nichts voneinander wissen wollen. Kinder, die nicht genug Liebe bekommen. Väter, die ihre Schuld verdrängen. Zum Glück sind wir keine Familie. Ja, jedenfalls keine richtige. Ja, genau. Siehst du? Deshalb können wir uns doch nicht enttäuschen. Georg, komm. Ich leide auch meinen Wagen. Ich erlasse dir auch die Hälfte des Lohns, den du mir noch schuldest. Hm? Mir kommen gleich die Tränen. Komm. Ach nee, Manni. Doch, das tut dir jetzt gut. Ich lade euch lieber zum Essen ein. Nee, bloß nicht. Das letzte war schon tödlich. Komm, du fängst an.